Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Baum ja, zu heilen. Und den einzigen Anhaltspunkt, den wir haben, ist das Allheilmittel, ein Vorschlag von Carol. Dafür brauchen wir immer noch eine Frucht und die Buntbärenklaue. Beide Sachen finden wir wohl in dem Wald, in dem wir schon mal waren. Die Blüten, die wir brauchen, die haben wir schon. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe jetzt einmal Karen Spitze gesetzt. Ich habe ihn noch nicht gespielt zwischendurch. Es gab kein Training zwischen den Aufnahmen jetzt. Aber mal gucken, wie es mit ihm läuft, ne? Und wie das generell läuft, wenn ich die Heilung hier an sich übernehme. Mal gucken. So. Ich würde mal kurz eine Testkarte machen, halt nicht hier. Komm mal her. Okay. おととい来やがれ。どうやっておとといに。真剣に悩むな。 Also, wenn es an den Grundangriff angeht, sind die Sicht nicht besonders horizontal, aber dafür hat anscheinend sehr viel Kraft. Ne? Ich schätze aber, er ist ein ziemlich guter physischer Damage-Dealer. Vor allem, wenn er wahrscheinlich die Ruhe hat, neben Feinden zu stehen und einfach draufschlagen zu können. Mal gucken. Ich spiele mal ein wenig mit ihm. Nee, 疑問に思ってたんだけど、 2人… ラピードもなんだけど、なんでブラスティア持ってるの？普通、ボディブラスティアなんて貴重品持ってないはずなんだけどな。カーロルも持ってんじゃん。僕はギルドに所属してるし、手に入れる機会はあるんだよ。ブラスティアハックスが専門のギルド、ルインズゲートのおかげで出物も増えたしね。へえ、遺跡からブラスティア掘り出してるギルドまであんのか。 帝国が牛耳るブラスティアを個人で入手するなんて無理だよ。古代文明の遺産ブラスティアは有用性とともに危険性を持つため、帝国が使用を管理している。です。ブラスティアがあれば危険な魔術を誰でも使えるようになりますから、無理もないことだと思います。やりすぎて独占になってるけどな。それは。 実際のとこどうなの？俺昔騎士団にいたから辞めた選別にもらったの。ラピードのは前のご主人様の形見だ。選別ってそれ盗品なんじゃ。エステルは。Was mit dem führenden Herrchen von Rapide auf sich hat. Der wurde ja auch bereits bei seiner Halskette da erwähnt. あ、私は貴族のお嬢様なんだからブラスティアくらい持ってるって。あ、やっぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもんね。バカ言ってねえで、さっきんとこにニアの実取りに行くぞ。 Ich will Repeat besser kennenlernen. Sono, Mimi o sawatte mo ii desu ka? Ah, gomen nasai. Mada naderu no wa hayakatta desu ne. Watashi tachi wa motto otagai o shiru tokoro kara startu desu yo ne. Etto desu ne. Watashi wa Esterize to iimasu. これはもう知ってますよね。あれ、ラピード？お前誰に向かって自己紹介してんだ？私、負けません。 Alles klar. やってやる。あ、こうか。てい。や、とりあえず。あかんか。 Yeah!
Ich durfte gerade begeistert feststellen, dass das Tell anscheinend einen vernünftigen Angriff gelernt hat. Also vernünftiger als ihren Quietscherhammer. Das freut mich sehr. Oh, waren wir hier schon? Nee, das haben wir übersehen beim ersten Mal. Noch ein Orangengummi. Ja, sollen wir jetzt langkommen oder nicht? Nee. Okay, noch nicht scheinbar. Dann gehen wir wieder zurück. Wahrscheinlich haben wir erstmal die Frucht, weil wir erstmal die Frucht holen sollen, ne? Prinzipiell gefällt mir seine Angriffstechnik schon besser, weil ich all diese langsamen, wie gesagt, bevorzuge. Diese langsamen, die ein bisschen mehr Schaden machen, wo es ein bisschen mehr auf Timing und Position angeht. Anstatt dieses Geslash und Gehacke, dieses Mindless. Ich würde behaupten, die Gegner im Wald haben eh kaum noch Schritte gegen uns. So, und noch weiter zurück. Vielleicht passiert irgendwas da, wo wir gesehen haben, dass dieser umgestürzte Obelisk mit dem alten Lastjahr war. Immerhin hat ja Mr. Edgy Boy White hier irgendwas damit angestellt, wir wissen nur nicht was, ne? Ausweichen und verarzten. Also sie werden im Grunde schon bereit für neue Waffen. Bisher geht es mit den Waffenskills lernen extrem schnell. Also entweder es gibt nachher sehr viele verschiedene Waffen und man muss sich so ein bisschen aussuchen. Oder später dauert es einfach länger, denke ich mal, bis man neue Techniken lernt. Momentan sind die extrem schnell. Ich komme! Ich bin eine Heilerin in Ruhe. Rapido, sugoi! Rapido, kakkoi desu! Ometeru no ni kono taido? Objektwerfer sind auch kein Problem mehr, schön. Und wir können speichern, aber wir können nicht speichern, bevor nicht irgendwas passiert hier. Atoa, Eggbear no tsume, da ne? Ich schätze mal, es war irgendwas in der Truhe, was ich schon mal aufgehoben hatte und ich wieder mitnehmen wollte, oder? Naja, die Frucht haben wir auf jeden Fall. So wie Estelle. Rapido, schick dich! Alle,
エッグベアは凶暴なことでも有名だから。その凶暴な魔物の相手はカロル先生がやってくれるわけ？やだな、当然でしょう。でもユーリも手伝ってよね。私もお手伝いします。ほら、ラピードも。Wenn er wieder zur Besinnung kommt. Scheinbar ja. じゃあまあ、これでちょっと森の中歩き回ってみっか。Eine Nia-Frucht, Zutat eines Einheim-Eltranks. Diese Frucht stinkt, wenn sie verbrannt wird. Erstmal speichern wir. Und dann kommen wir zur Plauderei. Eine Nia-Frucht hier. Warum sind in der Nia-Frucht in der Wald? Ich habe nicht die Nia-Frucht in der Nähe gesehen. Ah, das ist die Wald-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 
ので一ひねりだ。Okay. Der war jetzt kein Problem. Das liegt aber daran, dass er den Poys hatte, ne? Also ich schätze persönlich immer noch, dass spätere Bosse wahrscheinlich ein bisschen resistent gegen sind, von uns zurückgeschlagen zu werden. Wenn er natürlich alleine, also wenn er alleine ist und wir mit vier Leuten draufhauen, dann kommt dazu nicht viel, ne? Gott sei Dank. Ich denke mal, so leicht werden sie nicht alle sein. Carol, 爪取ってくれ。俺わかんないし。いい。だ、誰でもできるよ。すぐ剥がれるから。私にも手伝わせてください。エステルは周囲の警戒な。はい。もう動かないよね。Wow. 驚いた振りがうまいな、カロル先生は。そう。Eine Buntbärenklaue. Warum will ich gleich mehrere mitnehmen? Ist mein Rätsel. Du eines Allheilmitteltranks. Sie sieht übel aus, ist aber ein nützlicher Arznei. Anna, da ist okay, Rapido. Sa, modorose. Oh, ja, wie nett. Gleich der nächste Kampf. この旅のすべてが勉強です。もっと気楽に行こうぜ。Nice. Kann man nicht meckern. Ich hoffe, wir kommen an dem Ding vorbei, ohne dass wir irgendwas, welchen Szenen erwischt werden. Ich will gerne nämlich speichern nach den Buntbären. Ja, gut. Denn erst jetzt ist er wirklich geschafft. Denn alles, was man noch nicht gespeichert hat, ist nicht wirklich geschafft. Wenn wir bereits ehrlich sind. Okay, dann wieder raus. Das war jetzt gar nicht so problematisch, weil wie gesagt, er hatte eine Poison. Wir konnten halt immer wieder staggern. Und dann konnte er nicht viel machen. Ich frage mich, wann es dann hier mal lang geht. Ich schätze mal, dass dieses Vieh, das im Hintergrund rumfliegen sehen, da hinten ist. Und dass dieses Vieh eins dieser Gigantomonster ist. Bis hierher sind sie uns gefolgt. Nicht schlecht. Kono koe, jōdan daro. Lebran no yatsu, kekkai no soto made otte kiyagatta no ka. E, nani? Dare ka ni owarete no? Maa, kishidan ni chotto. Mata mata. Moto kishi ga kishidan ni nante. Ach, der Controller, hier rumnerven. Ich meine,脱獄だけだと思うんだけど。あ、とにかく逃げるぞ。これでよしと。ダメですよ。無関係な人にも迷惑になります。誰も通りゃしないよ。なんせ呪いの森だからな。Ich frage mich, ob wir auch uns selber damit den Weg versperrt haben jetzt. Matteo!
Scheint so. Okay. Wir könnten mal was kochen. Wir haben noch nie was gekocht. Ich will erst mal ein Sandwich kochen lassen. So. Sandwich. Und jetzt muss ich noch bestätigen. Kochen mit hier Dreck. Misserfolg beim Kochen von Sandwich. Wow. Estelle, du konntest nicht mal ein Sandwich kochen. Das ist ein bisschen peinlich. Trotzdem gab es 1% TP und HP, KP-Regeneration. Auch wenn das nicht viel wert ist bei unseren momentanen Werten, aber hey. Wir haben es uns reingestopft. Der Hunger trieb's rein. So, ich könnte einmal Repeat auch mal kurz anzocken, damit ich eine Vorstellung davon bekomme, wie er sie so spielt. Das sind schon zwei Fähigkeiten, ne? Schall und schickt deinem Gegner eine Reihe von Schallwellen entgegen. Sichelzahn greift den Gegner mit einem Dreher aus einem Aufwärtshaken an. Ich habe den Sichelzahn nicht lieber auf einem Schnelltaste, glaube ich. Schnelltasto. Ich tue die jetzt überall rein. Das macht es erstmal leichter. Ja, er ist halt schnell, ne? Auch im Angriff sehr schnell. Es war ja schon so ein bisschen abzusehen. Ich nehme auch nochmal Yui mit. Einfach noch ein bisschen den Main Character auch ein bisschen eine Chance geben hier. Er hat schon mehrere Schläge, da muss ich mal ein bisschen überlegen, wie ich es mache. Ah, dass die Menü-Sounds hier angepasst werden. Und hier nicht. Ich verstehe nicht. Das ist ein komischer Oversight. Schnelltaste. Okay, also Schnelltaste finde ich gerade wesentlich angenehmer, weil ich dann halt mich. Das Problem ist, wenn ich die X-Taste, also die ne, X-Taste, A-Taste, wie ihr es haben wollt. Für mich ist es die X-Taste. Wenn ich die drücke und dann noch zusätzlich hier Bewegung drücken muss, ist es ein bisschen unklar, ob man es schafft, im selben Moment zu drücken. Es ist viel angenehmer, über Schnelltasten das zu machen und einfach nur den Stick bewegen zu müssen für den Combo-Move. Das heißt, Moves, die ich schnell auf Abruf brauche, werde ich auf jeden Fall lieber hier reinpacken. Als Zuschneider gehört da nicht zu, tatsächlich. Ich passe das mal so ein bisschen an dem Move an, wenn ich zum Beispiel hier lese, Klinge nach unten und zum Abschluss einen Aufwärtshaken, dann packe ich das auch nach unten, damit das ein bisschen für mich nachvollziehbar ist. Servo-Schlag ist so ein bisschen nach vorne schlagend, deswegen nach vorne, ne? Ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wolfsschlag. Ein starker Druckangriff gefolgt von einem Aufwärtshaken. Packen wir mal nach oben. Und die Azurstelle, die lasse ich auf jeden Fall hier, weil das ist okay. Da packe ich so mal überall Azurstelle rein. So. Machen wir noch einen Kampf und dann gehen wir wieder rein. Speichern natürlich, bevor wir reingehen. Wir wissen nicht, was passiert.
So, wir haben alles. Ich hoffe, das wirkt dann auch. Sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht, aber... Es muss. Am besten muss das. Wir gehen mal eben kurz erstmal rasten, warum nicht? Und speichern hier. Gut, speichern wir das schon, aber speichern kann man nie oft genug. Das ist einfach eine schöne Sache. Einmal rasten. Das sah mal wieder frisch. Die Frage ist, eine Quatsch zum Händler müssen wir wahrscheinlich, ne? Der meint hier, dass er das zusammenbaut. Richtig, richtig. Oh, modotte kita ka. Zaireo wa sorotteru no ka? Chanto aru yo. Egubea no tsume, Nia no ni, Nururie no hanabira to. Zenbu aru na. Yoshi, sagyo ni torikakaru zo. Onegai shimasu. Sorry fürs Mikrostreifen gerade. Ach ja, stimmt. Ich habe ja schon gelesen, dass es was für Synthese gibt, ne? Jetzt haben wir da das eingeführt. Wähle Synthese aus dem Geschäft, um Objekte aus Materialien zu erstellen. Wenn du alle für ein Objekt benötigten Materialien hast, wähle das Objekt in der Liste aus, um es zu erstellen. Versuche es mit Allheilmitteltrank aus der Liste. Allheilmitteltrank. Bin... Eins zum Wiederbeleben des Baumes von der Lurbe mit ihr Trank. Bitte nicht fallen lassen. Wir machen dann 10 Stück davon. Oder, also das hat mich jetzt 10 Gold gekostet, oder wie? Okay. Kann ich nur bei Händlern synthetisieren? Und das ist sozusagen die Fee, die ich dafür bezahle? Oder macht er das und deswegen muss ich bezahlen? Panacea Bottle no dekiagari da. Okay, er macht das, okay. Kore de doku o jouka dekiru hazu. Dann beeilen wir uns halt vorsichtig. Ich bin mir noch unsicher, was funktionieren wird. Das fühlt sich alles ein bisschen zu leicht an. Ne? Das Gefühl irgendwie, da kommt noch eine große Enttäuschung auf ihn vor allen Dingen zu. Mal schauen. カロル任せた。面倒なのは苦手でね。え、いいの?じゃあ僕がやるね。カロル、誰かにハルルの花を見せたかったんですよね。多分な。ま、手遅れでなきゃいいけど。 Eine Reaktion gibt es. Onegaishimasu. Kekkai yo. Haruru no ki yo. Yomigaette kudasare. Sonna. Okay. Die Enttäuschung. Usso. Ryou ga tarinakatta no? Sore tomo kono fuhou ja? Mou ichido Panacea Bottle wo. それは無理です。ルルリエの花びらはもう残っていません。そんなのって。セクエンス。 Estelle.
War das jetzt instinktiv oder so? Oder warum kann sie das plötzlich? Weil da wäre ja die Frage, warum sie es nicht gleich gemacht hat. Sugoi! Konna koto ga! Ima no wa jijutsu na no ka? Kore wa yume daro. Arienai. Demo. Nun, sie ist auf jeden Fall auch nicht erschöpft danach, ne? Das sieht man ja schon an. Okay, sie weiß es nicht wirklich. Also war es wirklich eher so eine instinktive Reaktion oder keine Ahnung. Sugei na, Esther. Tateru ka? Yuri. Fren no yatsu. 戻ってきたら花が咲いててびっくりだろうな。ざまあ見ろ。ユーリとフレンって不思議な関係ですよね。ただの昔馴染みってだけだよ。あの人たち、お城で会った。うん、確かにさ。 Super Assassin, dieser Berserk Wahnsinnig Boy. Jumio Makumto Mendoza. Mitskarumai Nita Hanario. Besser wäre dann. Nanyani, du bist noch Juni. Blastia. Haruru no Hana, Honto Nikire des Yone. Wo Jumio Mite Mite des. Ah, Korea Yoso Ijoda. Ein Wunder. Ich bin sprachlos. Vielen Dank. Heute Nacht kann ich schlafen. Warte mal kurz. Halt. Ich hab mir schon Warte mal. Ja. Die Wurst hat sich gehoben, ne? Ah. Ich hab die beiden. Ich hab die eine Truhe nicht gesehen. Ich hab nämlich nie zwei gesehen. Nicht vergessen. Und die Wurst hat sich jetzt gehoben. Jetzt kommen wir da ran. Einmal Nektar. Verhindert beim Kämpfen für allmögliche magische Beschwerden. Kann nur im Kampf verwendet werden. Interessant. Und heiliger Tarnkelt Gegner 5 Zeit fern. Okay. Utility Items, aber ich sag nicht nein. Ich freue mich trotzdem. Das, was hier runterrieselt, sieht wie mehr aus wie Schnee oder Pollen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sollen es ja auch welche sein. Aber was auf dem Boden liegt, sieht halt aus wie Blüten. Wenn du den Hügel hinaufgehst, kommst du zum Baum von Halur. Er wurde wieder zum Leben erweckt und blüht wunderschön. Oh, ne, okay. Wir haben gerade eine neue Plauderei bekommen, aber die wird wahrscheinlich nicht verlaufen deswegen, oder? Hier Und was würde das ändern? Wir wissen doch bereits, dass die anscheinend eigentlich ursprünglich hinter Flynn her waren. Also, wenn der hier wäre, würden sie erst recht angreifen. Verknallt. なんにせよ、町から離れた方がいいな。そうですね。町の皆さんに迷惑をかけたくありません。フレンって人の行き先が分かってるなら追いかけたら？確か東に向かったって言ってたよな。いや。はい。アスピオってのがどこにあるか知らねえけど、とりあえず今は急いでここを出た方がいいみたいだな。 待ってくだされ。花のお礼がしたいので、我が家へおいでください。そんな、お礼だなんて。
そんな遠慮なさらずに、私は先に家に戻っております。あ、ちょっと、どうする？俺だってこのまま無視していくわけにはいかんだろう。でも私夢中で何したかもよくわからないのに。ま、とりあえず言っとこうぜ。断るなら断るでさ。Rotaugen am Baum von Halua. もしかしてさっきの赤目？騎士団以外にあんなのにも追われてるの？なんか変なのに好かれるみたいでね。一体これまでに何をやってきたんだよ。全部言うのは大変そうだな。なんせ21年分だ。いや、もういいよ。何も聞かないから。Die heißen also Rotaugen, weil das wussten wir doch gar nicht, oder? Ich speichere mal sicherheitshalber, falls wir irgendwie am Ausgang angegriffen werden oder so. Besser ist das. Landvermesser-Gilde Weltenkeller, der ist neu. Ja. Hallo, ich bin Mitglied der Kartenzeichner-Gilde. Ich erstelle Karten, aber ich sammle auch Informationen über Synthese. Ich informiere dich, wenn es Neuigkeiten gibt. Schau häufig vorbei. Oh, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Kosakura. Wir werden uns öfter sehen, in verschiedenen Städten. Empfohlene Synthese des Tages. Empfohlene Synthese des Tages. Papier, Streitkolben, Holzschläge plus 1, Karakase plus 1. Papier. Nur ein Wolfszahn und ein Ilkia-Kraut, sehr easy. Ein Geschick erfordert langes, dünnes Schwert. Das wird von Duellanten als Kavallerieswaffe gelobt. Wahrscheinlich Kavaliers. Kavaliers. Wahrscheinlich eine Waffe für sie, ne? Moment. Informiere dich, wenn es Neuigkeiten gibt. Schau mal vorbei. Das heißt, also Synthese muss ich auch so ein bisschen ausprobieren, beziehungsweise solche Rezepte noch umsetzen hier. Aber ich hätte ja beides, das wäre nicht das Problem. Hier, ah ne, die werden auch hier abgespeichert, sehr gut, okay. Rapier, ein Geschick von das langsten Schwert. Ja, das hätte ich gerne. Das ist nicht nur er könnte das auch tragen. Das ist interessant. Okay, der Streitkolben wäre nur für sie. Das heißt, ich könnte den Rapier und den Streitkolben herstellen. Ich will beide neue Waffe und wenn ich will, kann ich ihr irgendwann Rapier geben, wenn sie dann was von lernen soll. Was ich aber vielleicht gar nicht mal unbedingt muss. Ich finde das nämlich ganz cool, dass ich momentan sehr viele Abwehrfähigkeiten lernen kann. Mit dem Stab ja vorher schon. Weil das immer ganz cool ist, wenn der Heiler ein bisschen was aushält. Ein bisschen tanky wird. So, die Plus-1-Dinger haben auch neue Fähigkeiten. Okay, das heißt, sie sind mehr wert als einfach nur verstärkte Versionen zu sein. Das heißt, ich sollte alle Sachen hier machen, wenn ich kann. Ich kann aber nur eine Sache gleichzeitig machen, ne? Ah, okay, die nutzen dann das Rohmaterial. Okay, alles klar. Bei einer Pluswaffe. Hier wird der Zauberstab auch verbraucht. Aber Zauberwerb habe ich schon gelernt, das ist okay. Okay, wir machen erstmal das Rapier. Holzschläge. Streitkolben. Wir können alle machen. Sehr gut. Rüstung kann man auch schon herstellen. Aber die sind alle nicht so gut. Bis auf der Halbschussbrust. Der wäre es wert. Aber da bräuchten wir rabenschwarze Tinte. Und die haben wir noch nie gesehen. Wobei es draußen diese Flugviecher gibt. Das waren jetzt nicht Raben, oder? Wahrscheinlich nicht. Warum nicht noch Lederstiefelpaar herstellen? Zum Spaß, komm. So, dann schauen wir mal eben. Ausrüsten. Rapier ist viel besser. Erhöht sogar seine magische Verteidigung, was echt cool ist. Die Fähigkeiten anders habe ich ja schon gelernt gehabt. So, du hast schon mal Schnellschläge plus ausgerüstet, was ja auch Sinn macht. Immerhin war das ja dieselbe Waffe, nur verbessert jetzt. Du hast das Plus natürlich auch ausgerüstet. Du hast den Streitkolben ausgerüstet. Weil die alle auf euren Waffen basiert haben. Ich gebe dir mal die Lederstiefel. Oder gebe ich sie dir? Ne, er hat ja schon Leder auch nichts. Ne, nehme ich ihm die Leder. Weißt du was? Ich mache nochmal Lederstiefel. Der Leder, wie ist ein Accessoire?
Wieso nicht, ne? Keine leeren Slots mehr. Ist immer eine gute Sache. So, wir können die alten Waffen noch verkaufen. Wie gesagt, ich will nicht so viel davon ansammeln. Ich will das lieber verkaufen dieses Mal. Die Handaxt brauchen wir nicht mehr. Den Zauberstab. Wir haben. Kaufe ich gerade? Ich kaufe gerade. Okay, die Handaxt können wir verkaufen. Lederhelm auch. Das war's auch schon. Gut, neue Waffen. Wie gesagt, sobald Yui eine neue Waffe bekommt, können sie das Rapier noch übernehmen. Ich würde auch ganz gerne kurz die Fähigkeiten mir anschauen. Kreuzkonter. Erhöht den Schaden, wenn durch einen Angriff ein Angriff von der Gegner getroffen wird. Okay, ja, also wenn du den Gegner triffst, bevor er dich trifft. Wenn er schon angreift, ja. Bewahrt bei während eines Rückschritts erlittenen Treffern vor dem Taumeln. Okay, also wenn man beim Zurücktreten trotzdem getroffen wird, wird man wesentlich taumeln. Interessant. Erhöht die magische Verteidigung um 5%. Die Erhöhung durch Ausrüstung ist nicht betroffen. Das ist deswegen hat er auch mehr MVT bekommen, ja. Stärke. Erhöht physische Angriff um 5%. Das ist schön. Erhöht die Chance, einen Gegner durch einen physischen Angriff zu betäuben. Das macht für ihn auch Sinn mit seinem Hammer. Ja. Reduziert die Zeitspanne der Figur nach dem Verwenden von Objekten. Ja, da er anscheinend eben die Objektverwender im Team ist, alles klar. Macht das Sinn. Wehrt beim Vorrücken ab. Annulliert im richtigen Moment feindliche Angriffe. Achso, ich kann laufen und dabei blocken. Und wenn ich das im richtigen Moment mache, kann ich sogar gegnerische Angriffe komplett parieren. Nicht, dass ich das hinkriegen würde. Aber allein schon blocken und laufen zu können, ist ziemlich cool. Reduziert den während der abwertenden Schaden. Super, cool. Sie gefällt mir immer besser, ganz ehrlich. Also ich werde wahrscheinlich sie nachher wieder ausrüsten. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, holen wir die Belohnung noch ab und wenn wir draußen aus dem Dorf, dann hören wir es mal auf, aber... Ich würde es schon gerne noch abschließen, in das Dorf. まだ貴様も戻られていないのに町を離れるのですか?ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎのようとか。ま、そんなとこだ。私でお力になれることならなんなりと。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。でしたらわずかばかりですが、どうぞお受け取りください。 俺?何もやってないぜ。しかし、お連れさんにお世話になりましたので。じゃあ。いえ、それは受け取れません。僕もいらないかなと。いやいや。いや、しかし、それでは気持ちの収まりがつきません。 ならこうしよう。今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。それいいですね。とても楽しみです。わかりました。その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。ああ、一ついいか。アスピオって町に聞き覚えない?アスピオ? 日陰の町が確かそんな名だったような。 Klingt ja sehr beruhigend. Stadt des Schattens. 日陰の町?聞いた話では、日がほとんど差さない洞窟の中の町だそうで、たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが。 Ich schätze mal, dieser ominöse Höhleneingang an diesem Berg, den wir mal gesehen haben. どうにも気味が悪くて、ほとんど交流はないんです。その町はどこにあるんだ?東の方角だったかと。詳しい位置までは何とも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、それだけだ。 Okay, ziehen wir los.
謹慎かもしれませんが、私旅を続けられて少しだけ嬉しいです。こんなに自由なこと今までになかったから。大げさだな。で、カロルはどうすんだ。港の町に出てトルビキア大陸に渡りたいんだけど。じゃあさようならか。え、カロル、ありがとな。お気をつけて。あ、いや、もうちょっと一緒についていこうかな。なんで。やっぱ心細いでしょ、僕がいないとさ。Naja, aber ich glaube, das könnte der Kampfkraft schon gut gebrauchen im Kampf. Ma, Karol-sensei, 意外と頼りになるもんな。では、みんなで行きましょう。で、東だっけ？ Auf nach Osten, ja. Ja, Fren は。はい。俺はアスピオって町に行きたいんだけど。とにかく、奴らが来る前にここを出よう。Alles klar.Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt auf der Karte landen, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Tales of Vesperia. Bye bye.